Tschüss mit der gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Von der so ovenswelle tünd onje lass je schech vertalen. Mal tägen, os jeder rüt ook wot lehren tän. Die erst lese tünd uit Lukas 5, de Vers 31. De gesunde, de brugen tönjen Doktor. Blöß de Kranke. En etzi je kum, de sind dat tere Buße teröben, en nächte je reichte. Nu wellet jy na wat früher an Läuwe, Tjenja. Sei jy mal beim Doktor gewast? Jo, wann wir krank sind en irgendwann ein Wäudig haben, dann go wie nem Doktor en wir luden uns auch unja Segen. De Doktor, de kon uns dann Medizin rüder schrieben. Dann geht de Mami ne de Apotheke en holt de Medizin en de mod wie tüs dann ennehmen. Jo, manche Tjenja, de wellen de Medizin gusch ennehmen. Wot je warum? Na, wenn de nicht so gut schmeit aus der Schokolade. Aber dort es je dampfen dens. Wenn de Medizin, de soll uns doch gesund machen. Dat kon aber auch sein, dat de Doktor uns irgendwas anderes wird sein, wot wir tun sollen, damit wir gesund worden. Heu konnt zum Beispiel uns beten, dort wie nicht so viel Schokolade und Bonbons eten. Eder dort wie Tidja in Bad schluben gehen. Eder dort wie vielleicht noch Sport mögen sollen. In Meuer eine frische Luft spielen. Jo, der Ulrich, der musst auch nem Doktor. Heu hat weiter ein Bein und ein Arm. Der Doktor sieht, dort ist bestimmt Rieten. Da sind die Nerven entzündet. Ich wollte ne Masseur schicken. Da wollte ich dann massieren und dann wollte ich dort besser gehen. Und so musste Ulrich ne Masseur gehen. Tjenja, wollt ihr wo dort ist, Masseur? Jo, der Masseur, der rüft die kranke Glieder ganz leis und dann immer stört ja, damit dort alles durchblutet wird. Manchmal dreht der ganz bestimmte Gelenke kräftig und der massiert ohne Wirbelsäule. Tjenja, wollt ihr, wo jüne Wirbelsäule ist? Ha je ohne? Wenn die dort nicht wollten, dann macht die dort mal bei jüne Mami fragen. Jo, ein ohne Massageinstitut, dort trifft Ulrich seinen Freund Dieter. Oh, Dieter! Wo kommst du denn her? Hast du auch Rieten? Will Ulrich warten. Jo, ich hab an meinen linken Bein in einen Rieten furchtbare Wäude, sagt Dieter. Der Ulrich, der wies am seinen rechten Feld und sagt, bei mir ist doch der rechte Feld, was mir so Wäude. Nu kommen die beiden jungen Kinder in eine Massagekabine nennen. Dort wäschen, da hängt ne Gardin. Man kann sich nicht sonnen, aber man kann alles hören. Die wurden beter Seligkeit von zwei verschiedenen Masseuren behandelt. Plötzlich fängt Ulrich an zu schreien. Au, au, das ist so furchtbar weh. Au, au. Die Dieter, die essen Tiet immer still.
Das sagt nicht ein Wort. Als der Bär dann Wader in dem Ferrum sich trafen, dann fragt Ulrich dem Dieter, sei mal, wo hast du dort bloß ütgehöhlen? Bei mir haft dort an Anfang sie so ein Woche tun, wann der Masseur die kranke Stät berühren dort. Aber dann war dort Bäder. Hast du schon ein Woche gehört an Anfang? Nee, sagt Dieter. Ich hab schon ein Woche. Wolltest du? Ich hab dem Masseur einfach dem gesunden Fötthahn gestreit. Und du wirst auf mich dort nicht Woche tun. Jo, jo. So ist dort Fürgen bei den Menschen. Wann soll nicht dem Herrn Jesus kommen, nicht dem größten himmlischen Doktor? Sie sagen dann, wie gut sie sind, wo sie alles schon tun, wie schon sie sich benehmen und wie sie sich bemähen tun. Aber von ihren Sünden verteilen sie gar nichts. Kreuz ist der Dieter. Hören soll dem Doktor ihre gesunde Sieden fair, und sie reden nicht von ihren kranken Städten. Wann wir aber dem Herrn Jesus nicht seien, und am nicht bekennen, dort uns hört, voller sind es, dann können wir uns auch nicht richtig behandeln. Natürlich wollte Heiland dort, dort uns hört krank es, aber heu wer, dort wie am dort seien. Und damit sieht heu, dort wie uns Hirn von am behandeln wollen luden. Dann können heu uns kranke Hort und unsere kranke Soul wieder gesund machen. Und nu werden wir beten. Herr Jesus, uns Hort es voller Sünd und so fürchen krank. Bitte, mög dort rein. Wisch dein Heilet blöd und jef uns die rechte himmlische Medizin. Dort ist dein Wort. Amen. Gute Nacht, meine kleine Freund. Lutjen wird schon geträumt. Gute Nacht.